und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Buch der Klagelieder im 3. Kapitel. Ich beginne mit dem 17. Vers. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wehmut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil und spricht zu meiner Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harret, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder auch nach seiner großen Güte. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Sätze, fromme Sätze, die können unglaublich schlicht, fast zu schlicht und abgestanden klingen. Und die gleichen Sätze, die uns manchmal so schlicht und abgestanden vorkommen, die gleichen Sätze können unter bestimmten Umständen und zu anderen Zeiten unglaublich stark und lebendig sein und Menschen in ihrer Tiefe erreichen. Sie können Hoffnung lehren, Mut und Zuversicht. Zum Beispiel ein Satz, wie wir ihn in unserem heutigen Predigtext gehört haben. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Ich möchte diesen Satz heute als ein Wort verstehen, das zum Ausdruck bringt, welche Kraft in ihm steckt, welche Kraft sich entfaltet, wo wir uns diese Worte, wie es auch im Predigtext zu lesen war, zu Herzen nehmen. Denn liebe Gemeinde, jeder Lebenserfahrene weiß, es gibt viele Sätze, die wir kennen. Aber ich denke, es sind nur wenige Sätze, die wir wirklich uns im Herzen nehmen. Und das Wort Gottes sollten wir im Herzen bewegen, wie wir es auch hören im Weihnachtsevangelium von Maria, wie die Worte im Herzen bewegte. Denn nur dann entfalten diese Worte ihre Kraft. Worte, die uns im Herzen gegangen sind. Zu Herzen nehmen heißt so viel wie bedenken, erwägen, etwas annehmen, sich etwas aneignen, dem Ganzen Bedeutung geben und sich zur Hoffnung erziehen zu lassen von den Sätzen, die wir uns zu Herzen nehmen. Und am Ende bedeuten solche Sätze sehr wahrscheinlich auch in vielen Fällen, dass wir uns ermutigen, Dinge anzupacken, endlich etwas zu verändern. Hier zur Illustration dieser Wahrheit ein Auszug aus der Nachkriegschronik einer Kirchgemeinde in einer deutschen Großstadt. Wir lesen dort, vermutlich wurden die Worte 46 geschrieben, mit welchen Eifer waren Pfarrer, Handwerker und Gemeindeglieder dabei, Schutt zu fahren, Steine zu picken und Baumaterial durch gute Beziehungen zu verschaffen. Viele haben mitgeholfen, den Wiederaufbau von Kirche, Gemeinde und Pfarrhäusern zu gewährleisten. Auferstanden aus Ruinen oder die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Was ist der historische Hintergrund dieses schönen Satzes? Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind.
In welchem Kontext sind diese Worte geboren? Mit Wermut und Bitterkeit getränkt, heißt es im dritten Kapitel des Buch Klagelieder. Und wir lesen und erfahren dabei von einem Beter, der in den Ruinen Jerusalems sitzt. Das ist der historische Hintergrund. Die Stadt ist gefallen und zerstört. Im zweiten Kapitel lese ich den Satz: Die Säuglinge und Unmündigen verschmachten auf den Gassen der Stadt. Es ist schlimm, dass es uns nicht schwerfällt, dass wir uns das vorstellen. Wir sitzen hier in aller Ruhe in der Kirche. Uns geht es gut. Aber wir wissen, es sind viele Säuglinge und Unmündige, um die Sprache der Bibel zu benutzen, die irgendwo in irgendwelchen Gassen oder Ruinen verschmachten. Es ist für mich unbegreiflich, dass Leute, die Verantwortung tragen, so schwerfällig sein können, mit ihrer Hilfe zu organisieren, Hilfe zu leisten. Es ist für mich unbegreiflich. In diesem biblischen Buch, dem Buch der Klagelieder, ist das Sprachlosmachende zur Sprache geworden. Eine endlose Klage, die Schmerzen, die Tränen, die Lähmung, die Stummheit einer Zeit danach. Das Buch der Klagelieder ist entstanden in der Zeit danach, nach der Not, nach dem Unglück, der Zerstörung Jerusalems. Und natürlich bewegt diese Menschen, was ist übrig? Diese Fragen kommen einem da. Natürlich bewegt sie die Frage, wer lebt noch? Die wahrscheinlich bis zum heutigen Tage auch Menschen in Mexiko bewegt und anderswo. Die Frage, wo bleiben wir heute? Wo schlafe ich? Was essen wir? Ich lese in Kapitel 1 der Klagelieder: Ach, wie liegt die Stadt zu verlassen. Alles Volk seufzt und geht nach Brot. Es gibt seine Kleinode um Speise, um sich zu erhalten. Es gibt seine Kleinode um Speise, um sich zu erhalten. Liebe Gemeinde, das klingt für mich sehr vertraut. Ich habe das oft gehört von Leuten, die den Krieg überlebt haben, wie oft sie ihre Kleinode, das letzte bisschen, was sie hatten, eingetauscht haben. Und ich habe auch gehört von den hartherzigen Bauern, auch bei uns in Thüringen, die für einen goldenen Ring eine angeschimmelte Scheibe Brot hergegeben haben. Das habe ich auch gehört. Aber ich habe auch das Gegenteil gehört, wo Leute ihre Herzen und Türen und Vorratskammern geöffnet haben. Es gibt seine Kleinode um Speise, um sich zu erhalten. Verstört, illusionslos, vorwurfsvoll. Vielleicht sogar abgebrüht und gemein geworden. Taxieren die Überlebenden ihre Chancen. Auch Überlebende sind keine Engel. Es sind gewiss gänzlich andere Voraussetzungen, aber was die Menschen in Jerusalem damals erlebt haben, was wir in Deutschland, in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, was Iraker, Kurden, Syrer, die Menschen in den Trümmern von Aleppo, Homs und Mosul heute erleben, ist dem sehr ähnlich. Der blanke Überlebenskampf. Und wir denken in diesem Zusammenhang nicht an die Menschen in Puerto Rico und andere Orte der Verwüstung. Natürlich, wenn in der Bibel geklagt wird, endlos, ermüdend, den Leser erschöpfen, dann hat das mit Gott zu tun. Es wird vor und zu Gott geklagt. Ja, der Herr wird angeklagt, ohne Erbarmen, wie es im zweiten Kapitel heißt.
Er wird angeklagt, ohne Erbarmen habe er zerstört, und es wird gebannt und geahnt, dass dieser Gott für sein Volk nicht mehr da ist. Mehr noch, dass er sein Feind geworden ist. Mit anderen Worten, es herrscht dort eine Gotteskrise, kollektiv, damit aber auch ganz persönlich. Wenn man in den Ruinen des Tempels sitzt, dann wird die Frage nach Gott, dem Ursprung des Lebens, nach dem Gott, der dem Volk doch Beistand und Zukunft versprochen hatte, anders, gebrochener, ratloser. Liebe Gemeinde, ich habe Gott sei Dank nie in Ruinen gesessen. Aber ich kann mir lebhaft vorstellen, dass die Fragen einen ganz anderen Charakter haben und mit einer ganz anderen Inbrunst gestellt werden, wenn man in den Ruinen sitzt, wie es dem Volk Israel damals ging. Im 29. Vers des 3. Kapitels heißt es, der Mann sitze einsam und schweige und stecke seinen Mund in den Staub. Das muss man sich mal überlegen, dieses Wortbild. Und stecke seinen Mund in den Staub. Was für ein Bild der Verzweiflung. Ist noch Hoffnung für uns, fragt der Beter. Und trotz aller düsteren und deprimierenden Bilder und Stimmungen, scheu und vorsichtig, um Worte ringend, schenkt er sich selbst und denen, die mit ihm klagen, ein ermutigendes Wort. Vielleicht, sagt er, und mit diesem kleinen Wort vielleicht, entsteht eine kleine Öffnung, tut sich eine kleine Öffnung auf. Ein Weg wird sichtbar. Vielleicht, sagt er, ist noch Hoffnung. Denn der Herr verlässt nicht ewig. Ein neuer Gedanke. Wer sich ein gutes und heilendes Wort zu Herzen nimmt, der widersteht dem scheinbar endlosen Sog der Klage. Liebe Gemeinde, stimmt das? Stimmt das nicht? Wer sich ein gutes und heilendes Wort zu Herzen nimmt, der widersteht dem scheinbar endlosen Sog der Klage. Das heißt, die Stimmen derer hören, die vor uns da waren. Darauf kommt es an. Darauf zu hören, was sich bewährt hat. Wir sind nicht die ersten Menschen, die in Not geraten sind. Gute Worte helfen uns, Distanz zu gewinnen zum eigenen Leiden, helfen, das Selbstmitleid zu überwinden. Heute heißt das für mich, diese Worte, die wir gehört haben, als Predigtext, nehme ich mir zu Herzen, versuche es jedenfalls. Und darum habe ich Hoffnung, weil es da eben heißt, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Der Chronist der Nachkriegszeit findet Worte, die gewiss in vielen Gemeindechroniken dieser Zeit zu finden sind. Es sind nicht Worte der Hoffnungslosigkeit. Und darum habe ich aus dieser Chronik hier zitiert. Nein, die Gemeinde war in den Jahren 45 bis 48 solidarisch im Helfen, Geben und Opfern, schreibt er. Viele Gemeindeglieder wurden Maurer, Handlanger, Schreiner, Anstreicher und haben freudig und tatkräftig mitgeholfen. Ich zitiere weiter. Auferstanden aus den Trümmern. Entrümmerungsarbeit, auch das nehmen wir Nachkriegsgeborenen staunend an. Und da bin ich wieder bei uns in der Gegenwart angelangt. Ich kenne diese Geschichten nur vom Erzählen von den Trümmerfrauen und Trümmermännern. Wir nehmen das an, als selbstverständlich, als ein Teil unserer Geschichte. Aber dieser Teil der Geschichte, unserer Geschichte in Deutschland, spricht davon, welche Vitalität sich in Ruinen einstellen kann und sich meldet. Eine gleichsam nackte Vitalität, die etwas Reines und Unbelastetes hat, ein Abschütteln des Geschehens und ein Anpacken wollen, trotz allem, trotz der Not. Hoffnungslos, so fragt der Chronist der Nachkriegszeit und antwortet, ich hatte es eben gelesen mit einem Nein, und wenn man das liest, den Text, dann sieht man, dass er hinter dem Nein
zwei Ausrufezeichen gesetzt hat, um das Ganze nochmal zu beteuern und zu betonen. Was ist die Kraft dieser Ausrufezeichen? Wo kommt sie her? Wie und wo geht diese Kraft ins Herz? Lassen Sie mich in Beantwortung dieser Frage noch einmal wiederholen. Es gibt Sätze, die können, so habe ich am Anfang der Predigt gesagt, unglaublich schlecht sein. Eine Redensart, eine Lebensweisheit, ein frommer Spruch aus der Bibel. Und doch haben solche Sätze, die schlicht und einfach erscheinen mögen, zu ihrer Zeit einen Ort in der Wahrheit. Sie entwickeln eine große Kraft und Bedeutung durch den Kontext, in dem sie gehört werden. Gottes Barmherzigkeit ist allen Morgen neu. Ein Satz, den ich schon viele Jahre in meinem Gedächtnis trage. Ein schöner Satz. Ich denke, es ist nicht abzuschätzen, wie viele Menschen gerade dieser Satz Zuspruch in der Not war. Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Das war der Grund, liebe Ratschfamilie, dass ich diesen Text zur Beerdigung von der Ewald ausgesucht hatte, aus dem Buch der Klagelieder. Weil es ein Text ist, der Mut macht. Die historische Bibelwissenschaft sagt, der Beter greift an dieser Stelle auf religiöses Traditionswissen zurück. Auf einen dem Volk Israel lange vertrauten Bekenntnis. Und die Bildwelt des Textes ist ja im Grunde genommen etwas Universales. Er greift auf einen alten Text zurück, aber das Bild, das er verwendet, ist universal. Und das leuchtet jedem ein, das ist jedem geläufig. Die aufgehende Sonne über einer Ruinenlandschaft. Das Licht des Morgens nach einer dunklen Nacht. Ein schönes Bild, die aufgehende Sonne. Der Volksmund sagt tröstend etwas Ähnliches. Ist auch nicht halb so schön. Das Leben geht weiter. Es muss ja weitergehen. Und beruft sich gleichsam auf den Strom der Zeit, auf den verlässlichen Wechsel von Tag und Nacht. Aber die Worte des Propheten sind schöner, einprägsamer. Der Kläger der Bibel weckt Hoffnung mit diesen schönen Bildern. Er weiß, dass Trauer der Zeit bedarf und dass unser Herz, dieses Zentrum der Person, wo Wille, Lebensmut und Vitalität zu Hause sind, unser Herz bedarf einer besonderen Pflege oder einer besonderen Erziehung. Und jetzt möchte ich noch einen Gedanken hinzufügen in der Erklärung dieses Bildes von der aufgehenden Sonne. Im längeren Nachdenken über diesen Satz ist mir aufgefallen, die aufgehende Sonne kann auch weiß und kalt sein. Ein Morgengrauen. Auf jeden Fall wird sie gleichgültig, ja gnadenlos, auch das Ausmaß der Zerstörung uns vor Augen führen und belichten. Das gehört auch dazu. Aber ich bevorzuge, es als Bild der Hoffnung zu sehen. Die Treue Gottes, auf deren einstige Erfahrung der Beter sich bezieht, dies, was er sich zu Herzen nehmen will, das ist ja etwas, das noch aussteht. Ein Vorgriff, etwas, was durch die Hoffnung in unserem Herzen Wirklichkeit wird. In der Situation der Zerstörung. Der Beter sagt im 39. Vers, was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Auch das gefällt mir, dieser Satz, weil selbst in solchen schlimmen Situationen ist es nicht verkehrt, nach seinem eigenen Anteil an Schuld zu fragen, in einer Situation von Zerstörung und Untergang. Ich spreche jetzt nicht von den Naturkatastrophen, sondern von unserer Nachkriegssituation, von der Situation, die das Volk Israel erlebt hat. Ich denke, dieser Satz ist gut, der 39. Vers, was murren denn die Leute im Leben,
ein jeder Murre wieder seine eigene Sünde. Auch das, diese innere Arbeit und Bewegung deckt für mich ab, was mit den schönen deutschen Formulierungen gemeint ist, sich etwas zu Herzen zu nehmen. Wenn ich mir etwas zu Herzen nehme, dann komme ich auch auf solche Gedanken, dass ich von meiner eigenen Schuld und meinem eigenen Versagen spreche und darüber reflektiere. Sich etwas zu Herzen nehmen heißt für mich auch Schuld bekennen, um Vergebung bitten, vor Gott klagen, Gott fragen, sich selbst fragen, Offenheit aushalten, Ambivalenzen und Ungewissheiten ertragen werden. Es gibt, liebe Gemeinde, Zeiten in der Geschichte des Volkes Gottes, da diese gleichsam vollmundig und im höchsten Ton von der Hoffnung sprechen. Da sagen wir leicht solche Sätze, wo Gott ist, ist Hoffnung, und nehmen den Mund da sehr voll. Es gibt aber auch Zeiten, da greift die rätselhafte, abgründige Bemerkung von Franz Kafka, der gesagt hat, es gibt unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns. Auch das kennen wir. Der Beter der Klagelieder, oder die Beter besser zu sagen, sind Wartende, vielleicht auch Sagende, die ein Wort der Hoffnung aussprechen. Vielleicht kann ich im Bild gesprochen auch sagen, die Beter der Klagelieder sind vergleichbar auch den Trümmerfrauen und Trümmermännern damals von 45. Was machen die nämlich, die Trümmerfrauen? Die nehmen alte Materialien, tragen sie zusammen, reinigen sie, klopfen die Steine ab, sodass sie wieder verwendet werden können. Und so verstehe ich den Beter der Klagelieder, dass er auch vorgegeben ist. Ein altes Glaubensbekenntnis steht wahrscheinlich hinter diesem Text, den ich heute gelesen habe. Er nimmt diesen alten Text und klopft ihn ab, hört sich an, was diese Worte sagen, und er verwendet ihn wieder zum Aufbau seines eigenen Lebens, zum Aufbau seiner Hoffnung. Da ist viel unter Schutt und Asche begraben, aber er findet diesen Satz, er nimmt ihn, dieses Bekenntnis meine ich, und er baut es wieder auf und baut sich damit auf. Am Ende sei der Chronist der Nachkriegszeit aus Deutschland noch einmal zitiert. Er schreibt, die ersten Gottesdienste fanden in einer Notunterkunft statt, wobei der stets überfüllte Raum den Verantwortlichen große Sorge bereitete. Der stets überfüllte Raum. Wie sieht es heute aus? Hier haben wir einige Bänke noch leer hier, ne? Trümmerarbeit, Hunger nach dem Wort, wieder ganz heil werden, beten, lesen, hören, singen, miteinander das Brot teilen, unter Tränen warten auf den kommenden Gott. Das ist damals geschehen. Etwas Unglaubliches ist durch diese Not damals geschehen. Man hatte gleichsam das Gefühl, es war, wie es bei Amos beschrieben wird im 8. Kapitel, wo es da heißt, dass Gott der Herr einen Hunger ins Land geschickt hat. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Und so kann selbst eine Notzeit zu einer Zeit großer Segnung werden. Diese Zeit 45 nach dem Krieg in Deutschland, diese Aufbauphase, ich sage nicht, dass das leicht war, aber es ist auch eine Zeit offensichtlich großer Segnung gewesen, weil die Menschen diesen Hunger nach dem Wort verspürt haben und sie haben ein Gespür dafür gehabt, was sie innerlich aufbaut und was sie überleben lässt. Vieles von dem, was die Leute damals hatten, ist heute verschüttet, aber nicht unter Schutt und Asche, sondern unter anderen Dingen. Und so war diese Notzeit, und Sie verstehen mich richtig, eine Zeit der Segnungen, obwohl sie Notzeit war. Und davon, dass diese Notzeit eine Zeit der Segnung war, davon haben viele von Ihnen mir auch persönlich berichtet. Viele Ihrer Lebensgeschichten erzählen etwas ganz Ähnliches.
heißt es vielleicht unter anderem deshalb in der Bergpredigt: Selig sind die, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Eine Erfahrung, die ich jedem von Ihnen wünsche, der Leid trägt. Natürlich wünsche ich Ihnen zuerst, dass Sie kein Leid tragen, aber wenn Sie Leid tragen, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie auch getröstet werden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.